Game Science. Spielwissenschaft klingt komisch. Manchmal denke ich so, Mensch, Fleck, ich glaube, mich laust der Affe. Du haust ja Videos raus, wie vom wilden Affen gebissen. Also unglaublich, ja? Und auch noch so vielfältig. Und dann, naja, dann denke ich über meine Community nach und sage, Mensch, gib dem Affen doch Zucker. Wollen wir mal nicht so sein. Bist ihnen ja was schuldig, ne? Und so ein Spielchen hier wie Wukong Black Myth, das muss man sich natürlich auch mal angucken. Auch wenn es nicht unbedingt mein Genre ist. Aber ich gebe es ganz ehrlich zu, ich reite so ein klein bisschen auf dem Hype mit. Und habe mir das mal angeguckt und habe mir mal angeschaut, was am ersten Release-Tag, das war für euch gestern, für mich heute, was dann da so auf Steam passiert ist. Und da gab es äußerst positive Reviews. Metacritic hat auch gesagt, naja, so 80 aufwärts, 80 bis 100% alles dabei. Und 2,1 Millionen Spieler sind gerade derzeit online und spielen das Spiel. Da denke ich mir, wenn 2,1 Millionen Leute, da muss ja irgendwas dran sein. Und da möchte ich mal nicht wie die Affen im Zoo mit Scheiße werfen. Da möchte ich mich natürlich mal hier. Warum redet er die ganze Zeit über Affen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist so eine Eingebung. Da möchte ich mir das Ganze mal angucken. Wer überhaupt nicht auf dem Schirm hat, was Black Myth Wukong ist, das ist so eine Art Souls-like Light, also für Leute, die Soul, für die Souls-like zu hart ist. So eine Art Action-RPG, sage ich mal. Also ein Prügler. Und man spielt diesen Herrn da, ich weiß nicht, ist das ein Herr oder so, und prügelt sich durch die chinesische Mythologie. Und das machen wir jetzt mal. Beliebige Taste drücken. Wir wollen eine neue Reise beginnen. Ich bin taub, danke für den Gong. Glaub mich, laust ja. Ach nee, das hattest du schon. Das Spiel soll übrigens affenartig geil aussehen, um mal beim Thema zu bleiben. Der hat aber einen langen Schwanz. Genauso wie. Nee. So, das ist unser Held. Lacht nicht, das ist unser Held. Und der rennt jetzt wie bekloppt. Ich mach das nicht. Und fliegen kann er auch. Landet im Schnee. Wer sind die denn? Okay, da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt. Wir fangen gleich mit dem Endkampf an. My master. Safe. The scriptures sound. All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me. To obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is. You bastards killing my kind! Ah!
Die Hunde können auch fliegen in dem Spiel, sehr gut. Just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me can challenge him to a duel. Der Hubschrauber ist bei mir nicht im Look, Spiel, keine monkey, Sorge. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless. How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us? All these years, except for that pig, you're the one who talks the tallest tales. Good, I am entertained. Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack and allow you to keep the other two? Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours. Come at me, all of you. Ey, jetzt sag nicht, dass ich jetzt gleich den Kampf machen muss. Was soll ich denn machen? Ich weiß ja gar nicht mal, welche Tasten das sind. Ah ja. Au, wie schlage ich denn zu? Ich will zuschlagen. Okay, so kann man ihn... Wie schlägt man hier zu? Ich weiß nicht, wie man zuschlägt. Au. Au! Wie zum Henker schlägt man zu? Was habe ich jetzt gemacht? Das war nicht... Das war... Hä? Lähmen, Felden, warte mal, X, Lähmen, aufs... Was? Aufs Haar? Okay. Ah ja, ah ja. Ich mach dich platt. Affenartig. Mit affenartiger Geschwindigkeit. Aua. So, ich glaube, ich kann beim ersten Mal gar nicht verlieren. Aua, doch, kann ich doof. Lass mich in Ruhe. So. Ich vermisse so ein bisschen das Tutorial bei dem Spiel. Gar nicht tangieren. Nochmal, los, hier. Aufstehen, blöder Affe. Hab dich nicht so affig. Bin zu blöd dafür. Ja. Ah, hab gewonnen. The victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? For that word, all realms and beings have ruined themselves. Zweite Runde, aha.
immer auf die Haselnuss. So. Jetzt habe ich es langsam rausgekriegt. Aha. Daneben. Nein, nicht daneben. Er hat getroffen. Oha. Ich kann kommen. Aua, was ist das? Augenstrahl? So. Wie heißt der Eiland, die heilige Gottheit? Ey, das war unfair. The Celestial Court welcomed you, foul monkey, yet you remain untamed. None shall save you now. Dear brother, your edge needs honing. Good. I was in need of a back scratcher. Die quatschen sich alle halbtot. Ein Augenblick, was machen wir jetzt? Nein. Au. Da hast du. So, ein Drittel hin. Aua. Jetzt ist aus hier. So, wie ging das mit dem Lähmen? Warte mal. Nee, so nicht. Hau den jetzt einfach. Aua. Ich hau den jetzt einfach so kaputt. Ich hätte ja zu gerne mal richtig anmoderiert. Lass mich doch mal zuhauen, Mensch. Und aus die Maus. You call that a duel? The glare up here is dazzling. Fight me in the woods if you have the guts. Also das war mal ein episches Intro, würde ich mal behaupten, oder? Ich bin ja, wie gesagt, kein großer Freund. And so ends the last tale of Sun Wukong. Aber das war geil. A hero who treasured his freedom above all else.
Buddhahood he attained, yes. But cumbersome he found the celestial rules, for he yearned to come back and to revel in the simple joys with us. Little did he know, his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. Ah, meine zarte Affenhand. Die Affenpfote. Schöne Kurzstory. This stone has stood for countless days on the mountain. Since my youth, they've said that his remains lie within it. Unbegotten, undying. Such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the six senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands, I cannot. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Tuaguo, he may yet rise again. Black Myth Wukong. Also das war schon mal eine Bombastpräsentation. Das Intro, das hat mir schon mal gefallen. Kapitel 1, schwarze Wolken, rotes Feuer. Ich habe bei solchen Titeln ja immer so ein bisschen die Befürchtung, dass es mir zu, sagen wir mal, ostästhetisch ist. Aber das fand ich jetzt, also ehrlich gesagt, ich fand das gut. Es hat Spaß gemacht. Basiert, wie gesagt, wohl auf einer realen asiatischen Mythe. Locker, sagen wir mal, nicht beinhart drauf angelegt, aber so zumindest locker. Dieser Monkey King, oder wie er heißt, keine Ahnung, der hat wohl eine reale Begebenheit. On the gold bend the toll, life of human or for gold. Nowhere better than a home. Reach death and ever grow. Huh? Yeah, you see. What bliss my fate shows. Well, luck's around the corner. Seems like he just fell from a fruit tree here. Perfect timing. This peach knew I needed a snack. You sneaky rascal. Dare fool me? I'll make sure you regret it. Wo komm ich denn her? Warum bin ich ein Apfel gewesen? Da, Kamera um das Ziel zu wechseln, während du es anvisierst. Ja, ja, kriegen wir hin. Ja, alles cool, alles cool. Hier, leichter Angriff. So. Ah, verstanden. No matter how many times you come around, you're still as mischievous as ever, Das erste, was wir machen, ist, ich glaube, da ihr so ein bisschen taub geworden seid, werden wir als allererstes mal hier in den Einstellungen den Sound ein bisschen runterstellen. Sprache geht übrigens nur in Englisch. Untertitel gehen auf Deutsch, habt ihr ja gesehen. Wir gehen auf die Anzeige, wir gehen auf den Sound und wir drehen den mal, ich würde mal sagen, locker auf 50% runter, damit ihr nicht taub werdet. So. Also das Ding, wofür es quasi mehr oder weniger gehypt wurde am Anfang, ist einmal natürlich die Story, die
asiatische, die chinesische und die Grafik hier, Unreal Engine 5, soll wohl sehr, sehr hübsch aussehen. Und tja, wie man hier sieht, soll nicht nur ist so. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Ich werde das mal so ein bisschen anspielen. Wie gesagt, das ist ja nur ein Showcase erstmal. Und dann gucken wir mal. Ich will mich da nicht so affig haben. warte mal, Spurten ist... Das ist eine Ausweichrolle. Das ist Schlagen. Das ist Hopsen. Was ist Y? Scheinbar irgendein... Kann es sein, dass das ein starker Angriff ist? Okay. Was ist das Ding hier? Scheint so eine Art Blocken zu sein. Und das? Super, jetzt habe ich erstmal einen Heiltrank zu mir genommen. Das ist auch gut. Okay, wir gehen erstmal weiter. Es ist kein Open-World-Spiel für die Leute, die jetzt hier anfangen wollen mit Craften und so. Sondern es ist wirklich ein sehr, sagen wir mal, sehr, sehr schlauchartiges Level, auch wenn es ein paar Abzweigungen gibt. Es soll sehr schlauchartig sein und ja, also man kann sich kein Haus bauen, man kann sich keine Sachen craften, glaube ich zumindest. Und es gibt ein paar unsichtbare Wände, wie man hier sieht. Also, es ist eher so, sagen wir mal, leicht Souls-like angehaucht. So. Jetzt haben wir hier allerdings schon Abzweigungen. Ne? Eine geht da lang, eine geht da lang. Ich geh mal erstmal hier lang. Was haben wir denn hier so? Jetzt kriegen wir einen aufgeladener schwerer Angriff. Y gedrückt halten, um aufgeladenen Fokus aufzubauen. Halte schwerer Angriff, um ihn aufzuladen. Braucht Ausdauer. Was ist denn Ausdauer? Ist das da unten der weiße Balken? Wir wissen es nicht. Okay, machen wir mal. Naja. Aber die Kleinen tun es auch. Wie blocke ich denn? Kann mir mal einer sagen, wie ich blocke? Was ist das da? Ach, guck mal, man kriegt, glaube ich, sogar gezeigt, wo man hin muss. Bin ich sicher. Kuckuck. Ja, kill mich mal. Da hat's ihn umgehauen. So, was ist das hier? Akistle. Aha, warte mal, halt. Rechte Taste. Linke oder rechte? Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Her damit. War irgendwie, war da was drin? Ach, hier, winzige Goldstücke. 5. Warte mal, aber da, ich möchte, wenn dann möchte man alles erkunden. Warte mal, wie rennt man? So. Wo bin ich jetzt? Ne, warte mal, hier, das war die Treppe. Moment. So, da bin ich rein und wo geht's hier hin? Ach, warte mal, das war nur... Ne, okay, war kein großer Umweg, alles gut. Was ist das da? Wie? So rupft mir ein Haar aus. Okay, jetzt habe ich ein Räucherstäbchen gesetzt. Und es wachsen schöne Blumen. Hey, wait! Hi, the keeper of Black Wind Mountain have long been waiting. Was ist das denn? Oh, his spitting image. Ein Radieschen. Ein sprechendes Radieschen. Up ahead is Guan Yin Temple. Once it was bustling with worshippers, before it was ruined by that fire. Then the temple was rebuilt. Oh, what good is it to rebuild a temple? If the goodwill of men has been burnt to ashes. You've forgotten this place
but they haven't forgotten you. That's a tough one. Good luck to you. Und weg ist das Radieschen. Okay. Räucher, besondere Gegenstände. Räucher, Bergspur, Talisman. So, warte mal. Ich hatte da eben hier... Ich möchte mal kurz hier reingucken. Also offenbar gibt es hier Slots für Klamotten, für Kopf, für, keine Ahnung, was das ist, Hals, Brust, Hände, Schuhe, was ist das? Raritäten, ne? Was immer das ist. Hier haben wir alte Gurte, was auch immer das ist. Schnellzugriff. Und das nehme ich mal an, sind meine Werte. Leben, Mana, Ausdauer, Angriff, Verteidigung. Also wir haben ja durchaus so eine Art RPG. Inventar, habe ich irgendwas eingesammelt? Räucherwerksport-Talisman. Beim Einsatz dieses Talisman wird die Seele augenblicklich vom Körper getrennt und zum Schrein des Hüters zurückgebracht, der zuletzt zur Wiederbelebung... Aha, okay. So, Tagebuch. Porträt. Achso, warte mal, das sind hier... Diese komischen Füchse, da kriege ich quasi... Ist sowas wie eine Datenbank. Wolfsspeer. Wolfschwertschwur. Wolfreiter. Aha, aha. Warte mal, beim Inventar ist noch was? Irgendwo war hier noch ein Punkt. Warte mal, hier. Was haben wir hier? Winziges Goldstück. Oh ja, gut. Okay, wir haben ein Inventar. Wir haben ein rollenspielartiges Menü. Ja, ja, mich alles unter Kontrolle hier. Ah, guck mal, man kann sie niederwerfen. Haha. Lächerlich. Schwere Angriffe werfen also nieder. Aber ich kann scheinbar... Ich kann nicht parieren, oder? Höchstens das hier. Das könnte so ein Parieren sein, oder? Ah, sieht schon schön aus. Was ist das da hinten? Kommen wir zu dem irgendwie hin. Was steht da? Wald der Wölfe. Aha. Ich gehe mal kurz den Typen da verkloppen. Wenn der schon da so rumsteht. Au, okay, der ist ein bisschen stärker durch mir. Okay, hau. Komm her, komm. Daneben. Oh, warte mal. Okay, ich habe mir was eingeworfen. Das war nicht so gut. Au, au. Trink mal noch was. Okay, du bist gleich tot, wenn du nicht aufpasst. Au. Nein, da liegt der Affe tot im Dreck. Aber so schlimm ist er nicht. Komm, den kriegen wir down. Zauber. Das Wunder von Magie. Ist euch übrigens aufgefallen beim Kämpfen, das wirkte dann doch so ein bisschen wie Dragon Ball Z. Zumindest beim Intro. Die haben sich erstmal eine halbe Stunde totgequatscht, bevor sie aufeinander losgegangen sind. So, warte mal. Wo war denn das jetzt? Wo muss ich denn hin? War das hier? Ja. So, jetzt holen wir uns den Typen nochmal richtig. Komm her, du. Bist du eigentlich auch ein Affe? So. Nee. Ich hab ja gelernt. Komm her. Ey, das war gemein. Ey, ich bin ausgewichen. Aha. So, Geistfunke 1. Was ist das? Was mache ich damit? Was ist ein Geistfunke? Ausrüstung, Inventar, Tagebuch? Nee. Das sind Selbstbestimmungen. Ah! Ich glaube, ich habe die Dings gefunden. Stabhaltung. Erlerne neue Stabhaltung. Vertiefe deine Kenntnisse. Konzentriere dich besser. Fundament. Verbessere deine Vitalität. Festige deinen. Nein, ich will natürlich in die Stabhaltung gehen. Ach du. Okay.
eines Fokuspunkts. What is a Fokuspunkt? Ermöglicht Sprinten während des Aufladens. Ich habe keine Ahnung, ich... Wenn der Auserkorene während eines leichten Angriffskombo einen schweren Angriff ausführt und Fokuspunkte verbraucht, kann er entschlossen schlagen. Was? Herrschaftszeiten? Ich gehe nochmal kurz zurück, warte mal. Und was ist das andere? Jeder Talentstufe verringert die Ausdauerkosten für Sprinten moderat. Mhm. Achso, Ausdauer, Kampfkunst. Jede Talentstufe erhöht die Angriffsreichweite des ersten leichten Angriffs. Stabwirbel. Die Vorwärtsbewegung beim Einsatz von Stabwirbel. Ah, okay. LT. Ich musste gerade mal gucken. Jeder Talentpunkt erhöht die maximalen Leben moderat. Ist vielleicht erstmal das Leben sinnvoll. Aber wir haben Talentpunkte. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier wieder? Was ist das denn da? Was schwebt denn da? Sammeln. Was habe ich jetzt gesammelt? Eine Geistessenz. Oh, ist hier auch noch irgendwas? Wir müssen uns das ja mal alles angucken. Aber ich glaube, so viel gibt es, wie gesagt, nicht zu entdecken. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder da hoch? Wo wir hergekommen sind. Im Moment laufen wir jetzt dem Fluss nach hier. Ja, komm her. Du Krebs oder was auch immer du bist. Geistessenz. Was macht man mit Geistessenzen? Wo bin ich? Gibt's eine Karte? Nein, das ist ein Menü. Okay. Da gibt es auf jeden Fall jemanden zum Verprügeln. Ja, ja. Ja. Immer den Füchsen auf die Nase hauen. Oh, guck mal. Kann man doch craften. Enzian. Was macht er denn da? Sehr schön. Ich glaube, hier müssen wir lang, oder? Was gäbe ich für eine Karte? Was war das? Achso. Da liegt auch irgendwas rum. Also irgendwas kann man einsammeln. Aber wofür das da ist, wissen wir nicht. Wie dem auch sei, das war eine erste Runde Black Myth Wukong. Ich werde es noch ein bisschen weiterspielen und ihr sagt mir, was ihr davon haltet. Und ich sag euch, was ich davon halte. Bis dann denn, euer Mr. Fleck.